Hallo und herzlich willkommen im Wald, genauer genommen im ehemaligen Moor. Mehr oder weniger ehemalig. Jetzt wüsste ich zu gerne, was mir mein Vater damals erzählt hat. Das hier ist das Altwarmbüchner Moor, so ein Teil davon. Ist ein relativ großes Gebiet. Ich habe einfach schlicht und ergreifend nicht genügend Zeit. Wir sind hier gerade so ein bisschen auf der Durchreise. Und da dachten wir, jetzt können wir ein ganz kleines bisschen Altwarmbüchen angucken. Ich bin hier aufgewachsen von 0 bis 9 ungefähr und dann in den Schwarzwald gezogen. Ich bin also kein Original-Schwarzwälder, sondern eigentlich ein Niedersachse. Ein Hannoveraner, fast Hannoveraner, ein Altwarmbüchner eigentlich. Daher spreche ich auch vergleichsweise gut Hochdeutsch, also verglichen mit einem anderen Schwarzwälder ist bei mir der Dorfslang meines eigentlichen Heimatdorfes, das ich auch eher als meine Heimat ansehe, eben nicht sehr ausgeprägt, sondern das Hochdeutsch ist noch stark in mir. So wie die dunkle Seite neuerdings an Zuwachs gewonnen hat. Ne? Ja, wie dem auch sei, jedenfalls das hier, das Altwarmbüchner Moor. Das ist ein spontanes Kurzvideo. Ne? Ich habe jetzt keinerlei Recherchen angestellt. Ich kann jetzt nur erzählen, was ich zufällig jetzt so hier in diesem Waldstück sehe. Und ich kann berichten, dass ich mich dunkel erinnere. Könnte hier irgendwo gewesen sein. Es wäre wirklich gut möglich. Ich bin, als ich ganz klein war, was werde ich da gewesen sein? 4, 5, irgendwie sowas um den Dreh. Also entweder kurz bevor oder kurz nachdem die Mauer gefallen ist. Sowas um den Dreh muss das gewesen sein. Weil da beginne ich, das ist relativ lustig, weil ich so aus der Zeit anfange, noch ein paar Erinnerungen meine ich tatsächlich zu haben. Mit so frühen Kindheitserinnerungen ist das ja immer so eine Sache, man weiß nie so genau, ist das jetzt eine echte Erinnerung, bildet man sich das bloß ein, aber das ist bei Erinnerungen ja immer so, dass man niemals wissen kann, wie authentisch sind die jetzt eigentlich. Ja, aber jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Vater, der ist ja inzwischen auch verstorben, mit mir als kleinem Knirps hier im Moor unterwegs gewesen ist. Wer das nicht weiß, mein Vater war Moorforscher beruflich und dementsprechend war ihm natürlich ein Anliegen, dass der Sohn mal ein Moor kennenlernt. Und da wir das hier vor der Haustür hatten, sind wir hier halt mal rein. Und da hat er mir ein paar Sachen gezeigt. Und ich erinnere mich beim besten Willen nicht mehr an Details. Ich weiß noch, dass dieser Wald so ein bisschen so ausgesehen hat. Und mein Vater hatte so einen langen Mantel. Der hat sein Leben lang gerne lange Mäntel getragen. Das Sommermodell halt ungefüttert. So ein bisschen wie so ein Armeeparker. Und das Wintermodell dann mit Futter. Und den hat er dann ausgebreitet, irgendwo auch abseits der Wege. Ja, wir sind also schon vom Weg runter. Ich sitze gerade auf dem Weg. Ich will hier gar nicht groß vom Weg runter. Das ist schon ein bisschen empfindliche, ja, mehr oder weniger empfindliche Natur. Komme ich gleich noch dazu. Ja, aber lass mich die Geschichte noch schnell zu Ende erzählen. Und den hat er halt ausgebreitet, den Mantel. Und dann sind wir da drauf gesessen. Und dann hatte jeder noch ein Butterbrot von Mutter, entsprechend vorbereitet. Und da hat er mir halt ein paar Takte zum Moor erzählt. Und wenn ich mich doch bloß erinnern könnte, was das gewesen ist, verflucht nochmal. Das Problem ist, als ich dann in der Lage war, ja viele Jahre später, auch fachlich zu verstehen, worum es in der Moor- und Torfkunde überhaupt geht. Zuerst war es halt so eine Phase, wo man sich nicht unbedingt, wo man halt selber studieren möchte und nicht das hören, was Vater so zu sagen hat. Und als diese Phase rum war und es mich interessiert hätte, ja, ich hätte mehr Fragen stellen sollen. Ich hätte definitiv mehr Fragen stellen sollen. Und jetzt habe ich halt den Salat, ich meine, ich weiß ein bisschen was über Moore, so ist das nicht. Aber jetzt habe ich den Salat, dass ich mich ums Verrecken nicht mehr erinnere, was er zu diesem Altwarmbüchner Moor eben damals zu sagen hatte. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung, dieser Besuch im Moor, dieses Sitzen auf Vaters Mantel und Brot essen und irgendwas wird mir wahrscheinlich auch hängen geblieben sein, ja. Also das hat Vater ja gut hinbekommen, dass mir die Begeisterung ist mir ja absolut 100% hängen geblieben. Das hat er ja geschafft, nur wenn ich das noch nur noch wüsste. So, aber so viel zu der Geschichte von früher. So, dann kommen wir jetzt zu der Frage, was es hier eigentlich zu sehen gibt. Und zwar primär Birke. Streng genommen ist das hier ein reines Birkenwäldchen. Es gibt hier und da mal noch eine Kiefer. Es gibt hin und wieder Bäume, die vom Stamm her erstmal gar nicht nach Birke aussehen. Wenn man dann aber dran hochguckt, werden sie plötzlich weißer und birkiger.
Das liegt einfach daran, dass Birken im Alter, und die sind durchaus einige, durchaus ziemlich für Birkenverhältnisse, ziemlich alte Exemplare dabei, sehr wohl auch eine normale Schuppenborke ausbilden können. Zeige ich euch gleich noch im Detail, wie die da halt, die da oder die da. Und dann sehen sie halt auf den ersten Blick gar nicht mal mehr so birkig aus. Die Jungen haben natürlich schon noch die übliche weiße Rinde, wie man sie entsprechend kennt. Der Wald hier wird wahrscheinlich nicht nennenswert bewirtschaftet im Sinne von Holzgewinnung. Kann schon sein, dass sich hier jemand mal hin und wieder sein Brennholz rausholt. Das würde mich nicht groß überraschen. Man sieht aber auch kaum Stümpfe. Das meiste fällt so um und bleibt dann einfach liegen und interessiert offensichtlich niemanden. Und interessant, so rein birkenbestandsmäßig. Die wirtschaftliche Nutzung dieses Moores bestand in Torfstichen. Da sieht man jetzt auch noch ein paar, werde ich euch auch gleich zeigen. Und ja, also das so erstmal zu den Basics, die man hier sieht. Was man noch sieht, ich mache mal einen kleinen Rundgang und ja, dann haben wir es auch. So wahnsinnig viel gibt es hier jetzt auch nicht zu sehen, aber für mich ist es halt schon auch ein bisschen emotionalerer Ort natürlich, ne? Weil 27 Jahre später oder irgendwie sowas, naja, noch länger. Ich war ja noch jünger, als ich hier mit Vater gesessen bin, muss ich, ja, wie gesagt, wenn ich da 5 gewesen bin, dann wären wir jetzt bei circa 30 Jahren später. Scheiße, ich werd alt. So, gucken wir hier doch einfach mal rein, ne? Also das hier, das ist Birkenrinde in Form von alter Birke. Ja, erkennt man überhaupt nicht mehr, dass das tatsächlich eine Birke sein soll. Und man muss erst weit dran hochgucken, um dann da oben hinter der Astgabel wieder die erste weiße Rinde ausmachen zu können. Natürlich erkennt es der Profi auch an den Blättern, aber hier unten sind ja logischerweise von so einem alten Exemplar auch keine Blätter. Deswegen kann man im ersten Moment gerne vermuten, dass in diesem Wäldchen nicht nur Birken drinstehen, sondern auch noch irgendein anderer Laubbaum. Ist aber tatsächlich so, ich habe bisher noch keinen anderen Laubbaum außer Birke gefunden. Was es aber gibt, ja, man merkt gleich, wenn man hier auf diesem Boden unterwegs ist, dass das kein normaler Waldboden ist, ne? Was es aber gibt, ist Kiefer. Der Kenner hat sie schon erkannt. Hier das krumme und schiefe Ding. Das ist selbstverständlich eine Kiefer. Und die sind immer mal wieder vereinzelt hier zwischendrin. So, dann haben wir recht viel Bodenvegetation. Es kommt gut viel Licht an den Boden. Das ist auch normal in einem Birkenwäldchen. Das ist eine Lichtbaumart. Lichtbaumart bedeutet zu einem, braucht viel Licht, und bedeutet zum anderen, lässt viel Licht auf den Waldboden, weshalb wir hier auch eben eine durchgehende Grasvegetationsdecke haben. Jetzt fragt mich bitte nicht, welches Gras, Gräserbestimmung. Das ist zum Beispiel was noch auf der Agenda steht, der Sachen, die ich noch lernen muss. So, das nächste, was hier auffällt, sämtliche Bäume haben hier unten so einen Knubbel. Ja? Knubbel hier auch so ein bisschen da hinten. Die heben sich alle so ein bisschen vom Boden ab. Das ist kein Zufall, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass wir hier auf Torf stehen. Teilweise nicht mehr sehr mächtige Torfpakete, teilweise ist noch ein bisschen was da. Der Abbau hat sich wirtschaftlich nur so sehr begrenzt gelohnt. Man hat es wohl mal ein bisschen versucht. Das sehe ich hier jetzt, also in der Landschaft, ne? Ich weiß nichts Genaueres, ich habe das Ding nicht gegoogelt, das Altwarmbüchner Moor. Und wenn da noch irgendwelche Informationen beim Googlen rumkommen, die ich jetzt nicht erzählt habe, dann kriegt ihr noch 2-3 Texteinblendungen, gegebenenfalls im Voice-Over. Ich mache das dann hinterher eben entsprechend daheim. Aber ja, das ist ganz typisch, wenn die auf Torf wachsen, dass sie sich dann gerne mal so ein bisschen Stelzen anlegen, weil Torf, wenn das Moor trocken fällt, ja, das ist hier der Fall, sonst könnte ich hier auch nicht so gemütlich rumlaufen, oder zumindest häufiger mal trocken fällt, dann wird so ein Torf relativ schnell abgebaut. Ja, das heißt, der Baum keimt auf dieser Höhe, ja, wurzelt dann nach unten und plötzlich schwindet der Boden. Ja. Das bedeutet, der ist mal viel höher gekeimt, als er jetzt noch steht, und dann hat er quasi auf diesem Wege jetzt automatisch solche Stelzenwurzeln bekommen, weil ihm einfach der Boden langsam weg verrottet ist, ja, beziehungsweise weg abgebaut wurde. Und wenn wir das bei allen hier vorhandenen Bäumchen sehen, und das tun wir, dann ist eine der wirklich plausibleren
logischen Schlussfolgerungen, weshalb die Bäume hier alle so ein bisschen in der Luft stehen, eben Humusschwund. Ja? Also es war hier mal mehr Boden, rein organischer Boden, Torf also, vorhanden, der jetzt nach und nach abgebaut worden ist. Denn damit Torf bis in wahrscheinlich ziemlich alle Ewigkeit erhalten bleibt, muss der Torf nass sein. Das hemmt dann eben entsprechend den Abbau durch verschiedene Mikroorganismen und dann bleibt er auch sehr lange erhalten. Aber wenn er halt irgendwann nicht mehr nass ist und austrocknet, dann sind die ganzen Nährstoffe, die im Torf enthalten sind, ein gefundenes Fressen für verschiedene Mikroorganismen. Was heißt austrocknet? Ein bisschen austrocknet. Ja, der muss nicht furztrocken sein. Es reicht, wenn er einfach nur nicht mehr ganz so ein mieses Innenklima im Torfpaket aufweist. Mies ist in diesem Fall gut, ne, wenn man einen Moor erhalten möchte. Ja, und dann kann er abgebaut werden, wie gesagt. Mikrobiell abgebaut. Und dann kriegen wir eben diese Stelzwurzelbäumchen. Kann man unterbinden, indem man so einen Moor wieder vernässt. Oft hat man es auch gewollt, dass die Moore eben entsprechend genau in diesen Abbaustatus übergehen. Da hat man eben Gräben gezogen, versucht die Moore zu entwässern, um dann hinterher die Bäume, wenn es jetzt Bäume da gehabt hat, entsprechend roden zu können und die Fläche als Ackerboden nutzen zu können. Das wird man hier sicherlich zu einem gewissen Teil auch gemacht haben. Das Moor war im Original garantiert größer und irgendwann hat man dann halt beschlossen, nö, jetzt machen wir ein Landschaftsschutzgebiet raus. Das, wo ich jetzt stehe, ist nur Landschaftsschutzgebiet. Deswegen darf ich hier auch so ein bisschen von den Wegen runtergehen. Meines Wissens gibt es kein Wegegebot in Landschaftsschutzgebieten. Ich weiß nicht, wie das in Niedersachsen ist. Kann sein, dass das da nochmal ein bisschen anders ist, aber normalerweise gibt es keins. Und das ist also halt das Ende vom Lied. Mit dem Landschaftsschutzgebiet hast du also jetzt den weiteren Torfabbau unterbunden. Das heißt, so wie die Landschaft, die sich jetzt natürlich weiterentwickelt, ist sie auch geschützt. Die einzelnen Bäume nicht. Also man könnte hier auch Holz machen und so weiter und so fort, wenn man das dann möchte und die entsprechenden Rechte am Wald hat. Aber wahrscheinlich gehört der auch zu Altwarmbüchen oder so. Und die werden wohl kein großes Interesse dran haben, hier ein paar Birkenscheitchen. Das taugt alles nur als Brennholz, entsprechend rauszuholen. Und ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier jetzt die natürliche Entwicklung, das heißt der natürliche Torfabbau, da die Wiedervernässung eben nicht stattfinden wird, wenn man nicht grundlegend irgendwie dafür sorgt, mit Dämmen bauen und mit anderen Maßnahmen, dass hier wirklich mehr Wasser in die Landschaft kommt, dann ist der Torfabbau auf jeden Fall ein Prozess, der weiter fortschreiten wird. Sorry, wenn ich ein bisschen wenig strukturiert erzähle heute. Wie gesagt, ich bin müde. Ich wollte eigentlich auch gar nichts erzählen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich mache jetzt halt mal so gut ich kann. So, da haben wir jetzt Torfstiche. Sehen wir gleich noch genauer. Einen Moment. Ja, dieses große Rechteck hier. Ich glaube, man kann es erkennen. Das ist schlicht und ergreifend ein großer rechteckiger Torfstich. Soll heißen, da ist man hinten. Man kann auch schön sehen an der Tiefe dieses Torfstichs. So besonders tief ist man da nicht runter. Das heißt, der Torf ist auch gar nicht so mächtig hier. Und hat da einfach nach und nach Torfziegel ausgestochen, die dann irgendwo an der Luft getrocknet. Da hinten haben wir noch mehr Torfstiche. Also die gibt es hier überall. Hier zum Beispiel auch nochmal ein etwas tieferer, wo auch noch so ja, leichte Reste von Feuchtigkeit im unteren Bodenbereich zu erkennen sind. Aber ja, es ist auch kein besonders hochwertiger Torf. Also wird nur Gezo-Qualität gewesen sein. Aber wenn man das Zeug trocknet, dann kann man es verheizen. Raucht wie Sau, aber geht, kann man verheizen und ist unter Umständen ein günstigerer Brennstoff gewesen damals, als das eben bei Holz der Fall gewesen ist. Dazu kommt noch, wenn man sich jetzt in der Nähe von Hannover befindet, darf man niemals vergessen, Hannover ist im Krieg komplett weggebombt worden, wie ich von diversen Berichten von Verwandten weiß. Wir stammen ja hier aus der Gegend, wir Tüxens, hatten sie nichts zu fressen, schlicht und ergreifend nach dem Krieg. Ja, also da herrschte wirklich große Hungersnot. Die Bauernkinder, die hatten noch was zu essen, die vom Hof kamen. Wer allerdings das Pech hatte, in der Stadt zu leben, selbst als relativ Wohlhabender in der Stadt zu leben, der konnte einfach nichts zu essen kaufen. Und mit Geld, ja gut, wenn alle Hunger haben, dann behältst du lieber dein Essen für dich, egal wie viel Geld dir dafür geboten wird. Und dementsprechend war alles knapp. Nicht nur Essen, sondern eben auch Heizmaterial. Im Winter, da musste man gerade gucken, dass man einigermaßen die Bude auf Temperatur gebracht hat, weshalb ein Teil dieser Torfnutzung hier auch schlicht und ergreifend nach dem Krieg, das ist also noch gar nicht so lange her, stattgefunden hat, um eben Hannover und natürlich auch andere Bereiche Niedersachsens mit Brennmaterial zu versorgen. Ja, also so viel kann ich auch noch berichten.
Aber nochmal, als ich hier gelebt habe, ich war maximal 9 Jahre alt. Bitte nicht zu viel erwarten. ja, das ist es im Grunde auch schon zur Torfnutzung. Torfnutzung klappt nicht immer. Das Problem ist nämlich, wenn man hier diese Torfziegel entsprechend rausschneidet und irgendwo hinlegt zum Trocknen, dann muss das Klima die Trocknung auch erlauben. Das hat man beispielsweise, wenn man im Harz gewesen ist, am Torfhaus festgestellt, dass das ein Problem ist. Torfhaus ist so einer der Touristenparkplätze, wenn man auf den Brocken rauf will. Von da aus kann man da ganz gut hochlaufen. Und da ist auch ein kleines Nationalparkzentrum. Ich glaube sogar eine Globetrotter-Filiale. Also dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine, wenn ich Globetrotter erwähne. Die sind leider nicht zu übersehen vor Ort. Und das heißt deswegen so, weil man da eben auch versucht hat, aus den diversen Mooren im Harz Torf zu gewinnen, um diesen dann wirtschaftlich entsprechend weiter zu verhökern. Getrockneter Torf wiegt kaum noch was, hat trotzdem einen guten Brennwert, kann also auch mit einem einfachen Karren, schon in historischer Zeit, relativ einfach über längere Strecken transportiert werden, auch mit einer leichten Eisenbahn oder irgendwie sowas, hat es ja auch im Harz teilweise gegeben. Das Problem war nur, dass es da oben so feucht gewesen ist, dass man den Torf nicht richtig trocknen konnte. Der wurde immer wieder zu oft nass, bevor er überhaupt trocken gewesen ist. Das dürfte hier kein Problem gewesen sein. Ja, jetzt kann man sich überlegen, warum kann ich denn den nassen Torf dann nicht irgendwo hinbringen, wo es nicht so oft nass wird, wo er dann trocknen kann? Na ganz einfach, weil der Torf, solange er noch nass ist, extrem schwer ist und es auch für damalige Löhne und Gehälter einfach völlig unwirtschaftlich gewesen wäre, zu versuchen, dann nassen Torf irgendwie zu transportieren. Ja. Ich weiß es nicht. Irgendwo hier müsste ich gehockt sein mit Vater. Tja, so ist das halt. Memo an alle Vierjährigen oder Fünfjährigen, führt gefälligst Tagebuch. Dann könnt ihr euch hinterher auch besser dran erinnern. Gut, dann bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen. Entschuldige mich für die Verwirrung und ich freue mich, war trotzdem ein bisschen was Interessantes dabei. Macht's gut. So, und damit wären wir dann bei dem Zusatzmaterial angekommen. Das hier ist eine Skizze von der Lage vom Moor. Oben links sehen wir Altwarmbüchen, also die Ortschaft. Unten links in der Ecke, wenn es da weitergehen würde, würde dann Hannover kommen. Und so groß war ursprünglich mal das Gebiet des Moores. Es ist halt hochgradig vom Menschen beeinflusst worden, dadurch, dass zwei Autobahnen durchführen, auch noch ein Autobahnkreuz drin liegt. Und eine Mülldeponie hat man auch noch reingebaut, die übrigens die höchste Erhebung von Hannover darstellt, besagte Mülldeponie. Ich habe mir die früher als Kind immer gerne angeguckt, weil ich Berge sehen wollte und von Alternative gab es eben entsprechend nicht. Aber heute würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr so besonders, attraktiv entsprechend finden. Ja, im Moor gibt es, das ist wichtig zu wissen, auch noch ein paar Bereiche, die man inzwischen wieder vernässt hat. Also renaturiert hat und dementsprechend kleine Teile des Moores sind auch jetzt wieder ein Moor und haben auch wieder eine entsprechende Torfneubildung, wachsen also. Der entscheidende Unterschied zwischen einem ehemaligen Moor und einem Moor, das noch intakt ist, ist die Tatsache, dass es nach oben wächst, daher auch der Begriff Hochmoor. Ein Hochmoor ist deswegen ein Hochmoor, weil es hoch wächst. Ja, der Torf baut sich Stockwerk für Stockwerk nach oben entsprechend auf, bildet dann eine sogenannte Moorlinse. Wächst weiter. Moore wurden eigentlich bis vor kurzem, bis in die 70er Jahre hinein, so ungefähr um den Dreh, größtenteils als Ödland und Unland bezeichnet. Und man konnte mit denen nicht viel anfangen, außer eben entsprechend Torf da abzubauen. Deswegen war es auch nicht besonders schwierig oder dramatisch und hat auch damals niemanden gestört, dass man diese Mülldeponie da entsprechend reingelegt hat. Hier sehen wir ein Foto von der Mülldeponie noch relativ früh, von 37, wo dann auch das Bähnle entsprechend hier rumgefahren ist, um irgendwas in der Mülldeponie zu tun. Da habe ich leider nicht genau rausfinden können, was exakt diese Bahn hier transportiert. Vermutlich Müll, man könnte es ja fast denken. Ja, aber so muss
muss das da ausgesehen haben, also nicht besonders schön. Das Moor ist natürlich schon viel früher genutzt worden, also so ab 1600 mindestens, im Regelfall bereits auch im Mittelalter. Das kann man auch an diesen Torfstichen, die ich da euch gezeigt habe, auch in meinem persönlichen Bildmaterial gut erkennen, dass da also wahrscheinlich eine ununterbrochene Nutzung, seit man herausgefunden hat, dass Torf brennt, stattgefunden haben wird. Und eben auch nochmal nach dem Krieg, während dem Krieg, vor dem Krieg. Und ja, das waren dann aber so die letzten, also die nach dem Krieg, die letzten Nutzungen des Moores, um Torf zu gewinnen. Danach wurden einfach Alternativen wie Kohle viel zu günstig. Und ja, deswegen hatte sich das dann erledigt. Und jetzt gucken wir uns schnell nochmal ein intaktes Moor an. Dazu gibt es nämlich dankenswerterweise auch ein Foto. Übrigens alle Fotos hier unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, man darf dann mein Video auch entsprechend so weiterverwenden, wie ich jetzt hier auch die Fotos dann entsprechend weiterverwendet habe. Das ist halt immer so der Deal bei der Sache. Also das hier jetzt eben besagter, noch halbwegs intakter Teil des Moores. Soll wohl Bereiche geben, die auch heute noch existieren, die bis zu 5 Meter Torfmächtigkeit aufweisen. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt aber auch nicht besonders super. Moore wie dieses, also niedersächsische Moore, Moore Mecklenburg-Vorpommerns und ähnliche Regionen, die eine ähnliche Lage zu den skandinavischen Gletschern aus den Eiszeiten gehabt haben, sind vor allen Dingen dadurch entstanden, dass durch den Abrieb des Gletschereises, das ja durchaus bis in diese Region vorgedrungen ist, je nachdem welche Eiszeit man sich anguckt, sehr feines Material auch abgerieben wurde. Und dieses feine Material ist wasserdicht. Und das wurde dann, nachdem die Gletscher sich zurückgezogen haben, entsprechend angelagert. Zusätzlich haben die Gletscher durch eben ihre Schleifbewegung mit dem Eis eine Mulde eingerichtet im Boden und eben wasserdichtes Material in Anführungszeichen liegen gelassen. Und damit hat sich da einfach Grundwasser angesammelt. Das heißt, so ein Moor war zuerst, insbesondere das Alt-Wambüchner-Moor, zuerst ein Niedermoor, das noch mit Grundwasser gespeist worden ist, das ganze Jahr über nass gewesen, aber mit Grundwassereinfluss, und irgendwann wächst dann das Torfmoos aus dem Grundwasser heraus, wächst auf sich selber weiter und das Wasser steigt mit an, aber hebt sich über den Grundwasserspiegel, einfach weil das Torfmoos das 200-fache seines Eigengewichts oder so ähnlich an Wasser speichern kann in sich selber. Und das ist quasi ein riesiger Schwamm, der nach oben wächst und das Wasser mitnimmt. Ja, und dadurch entsteht dann ein Hochmoor, das dann eben, die wie eben beschrieben, diese Hochmoorlinse bildet. Ich habe das schon in anderen Videos beschrieben, ich wollte sie nur nochmal kurz ergänzen für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ja, und das waren dann aber jetzt auch wirklich die essentiellen Informationen, die ich noch recherchiert hatte zum Alt-Wambüchner Moor. Also es ist inzwischen in Teilen gerettet, es wird in Teilen geschützt. Und nachfolgende Generationen werden sich in Teilen auch weiter auf ein intaktes Moor dann entsprechend freuen können. Nur die Ausmaße, wie wir sie auf dieser Karte gesehen haben, die wird es wohl wahrscheinlich nie wieder erreichen, schon gar nicht eben mit 2 Autobahnen und der Mülldeponie, die da entsprechend durchgehen. So, jetzt bedanke ich mich aber endgültig für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend oder was halt gerade bei euch ist und bis zum nächsten Mal, macht's gut.